Hallo, willkommen zusammen mit Küche. Heute machen wir Couscous mit Feige. Okay, was wir brauchen: ein Zwiebel, 200 Gramm Couscous, 30 Gramm getrockneter Gemüse, 30 Gramm Butter, 30 Gramm Eiweiß, eine Feige nehmen wir dann. Man kann auch mehr nehmen, ich habe drei Stück da, aber ich nehme nur eine. Ist gleich warm, Moment, ja, es ist gleich warm. Tun wir etwas Olivenöl rein. Gut. Das nehmen wir auf Seite erstmal. Gemüsebrühe nicht vergessen. Zwiebeln. So, wir tun gleich Zwiebeln rein. So. So, den tun wir mal ein bisschen anbraten. So 2-3 Minuten braucht es Zwiebel. So, jetzt kommt die Butter und Eiweiß rein. 2 Minuten ist jetzt rum oder 3 Minuten, was er braucht, je nachher. Okay. So, ich habe noch Hühnerbrühe, 200 Milliliter, tun wir auch rein gleich. Getrocknete Gemüse noch. Auch rein. Gut. Den decke ich so, lasse ich sie 3 Minuten echt mal kochen, dann kommt echt Couscous rein. Jetzt ist die 3 Minuten ist jetzt rum, jetzt kommt der Couscous rein. Gucken wir mal, okay, ja. So, rein. So, mal langsam umrühren. So, ich habe jetzt Deckel so gemacht. Jetzt lassen wir den Herd ausschalten und 10 Minuten ruhen lassen. So, aus, 10 Minuten ruhen lassen und dann ist es fertig. Die 10 Minuten ist jetzt rum, jetzt können wir sie servieren. Machen wir Deckel auf. Gut. Sieht gut aus. Bisschen umrühren noch. Herd aus, ja, habe ich ja schon lang. So, decken wir jetzt, kommt dann. Okay, da rein. So, jetzt mache ich meinen Teller. Jetzt nehmen wir den, decken wir einfach so, in der Mitte heben und dann einfach drehen. Ja, gucken wir mal, Mitte ist, ja. So. Das ist ja kalt schon, das kann ich gleich Feige schneiden. Dann tue ich jetzt Schäle. Feige. Nehmen wir ein kleines Messer. Wieder durch. So, jetzt hinstellen. Fertig. So, ich habe es jetzt klein geschnitten. Okay, immer gleiche Richtung alle. Da hätte ich was Grünes gebraucht. Pfefferminze. So, fertig. So. So kann man sie servieren. So, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Couscous. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss.